Ja, was bildet man jetzt konkret ab, wenn man denn Geschäftsprozesse moduliert? Darum geht es im Thema 1.5. Dieses Thema 1.5 ist in der Überarbeitung des Skriptums dazugekommen, weil diese Inhalte anderswo rausgefallen sind, wo also im Thema 1.4 noch steht, das ist jetzt das letzte Video dieses Themenbereichs, ist nicht mehr ganz aktuell. Im Thema 1.5 schauen wir uns nochmal exakt jetzt an, was denn ein Geschäftsprozess ist. 1.4 hat so geendet, dass wir uns das Arishaus angesehen haben. Im Arishaus gab es ja diese Steuerungssicht in der Mitte, die diese einzelnen Aspekte, die Strukturaspekte eines Unternehmens zusammenführt und zueinander in Beziehung setzt. Was wir da schon erkannt haben, ist, dass es in Unternehmen auf der einen Seite, wenn wir uns jetzt organisationale Phänomene anschauen, Strukturen gibt, die abgebildet werden können, auf der anderen Seite Verhalten gibt, die abgebildet werden können. Strukturen wären zum Beispiel die Abteilungsgliederung in einem Unternehmen oder der Aufbau des Dokumentationssystems oder der Datenbank. Auch das wären Strukturen. Verhalten wiederum ist das, was wir als einen Geschäftsprozess zum Beispiel beschreiben. Und in einem Geschäftsprozess werden wir üblicherweise, wenn man es ganz abstrakt sieht, Daten oder Informationen über die Organisation aus unterschiedlichen Dimensionen zusammenbringen. Im Wesentlichen beschreibt ein Geschäftsprozess, wer, also Akteure, was, also die Aktivitäten, wann, das heißt deren Abfolge und das Verhalten an sich, macht, was er dazu braucht. Also die Arbeitsmittel oder Daten oder Ressourcen, die verfügbar sein müssen. Und dann gegebenenfalls noch so weitere Dimensionen wie, wo denn das ausgeführt wird, das Spezialfall von Ressourcen, also wenn man einen bestimmten Ort braucht, um etwas auszuführen, dann kann man das mitmodellieren. Welche Ziele ich verfolge, mag auch relevant sein in einem Geschäftsprozess, und kann dementsprechend mitmodelliert werden. Wichtig, ist, oder kennzeichnend ist vor allem diese Wann-Dimension in einem Geschäftsprozess. Das heißt, ein Geschäftsprozessmodell bildet immer einen Verlauf ab. Oder auf gescheit gesagt, man bezeichnet es als zeitlich oder sachlogische Abfolge. Zeitliche Abfolge heißt, irgendwas passiert und dann erst zeitlich später verzögert kann etwas anderes auftreten. Sachlogische Abfolge bezeichnet über das Temporale hinaus oder über das Zeitliche hinaus noch einen inhaltlichen Zusammenhang. Das heißt, es muss vorher eine Aktivität abgeschlossen sein, wo zum Beispiel irgendwelche Ergebnisse rauskommen, die ich in einer anderen Aktivität benötige. Das heißt, der sachlogische Zusammenhang ist, ich muss zuerst Aktivität 1 ausführen und dann Aktivität 2. Wer ausführt, ist nicht vorbestimmt. Wir sprechen von Organisationen als soziotechnische Systeme. Das haben wir uns in den Grundlagen schon einmal angesehen, in diesem Mensch-Organisation-Technik-Dreieck. Das heißt, wer ausführt, kann auf der anderen Seite, auf der einen Seite Menschen als organisationale Mitglieder sein. Das können auch sehr abstrakt Organisationseinheiten sein, das kann aber auch Technologie sein, wenn irgendwas automatisierbar ist, zum Beispiel irgendeine Liste sortieren, eine Liste von Kundenkontakten zum Beispiel nach bestimmten Kriterien sortieren, ist heute nicht mehr notwendigerweise etwas, was ein Mensch machen muss. Das ist etwas, was auch eine Maschine übernehmen kann. Vielleicht ist es aber wichtig, das im Geschäftsprozess abzubilden, dass hier der Sortiervorgang passieren muss. Dementsprechend wäre das eine Aktivität in einem Geschäftsprozessmodell, die von einer Maschine als Akteur ausgeführt wird. Geschäftsprozesse, und das steht hier überall, oder steht hier, gibt es überall, wollte ich sagen. Es ist nur die Frage, wie bewusst sich ein Unternehmen seine Geschäftsprozesse denn auch tatsächlich ist und ob sie aktiv verwaltet werden. Sobald es Verhalten in einer Organisation gibt, gibt es sowas wie Geschäftsprozesse. Die werden von irgendwelchen Geschäftsereignissen, das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt oder wichtiger Begriff, ausgelöst. Das heißt, Kunde ruft an, gibt Auftrag zum Beispiel. Hoppla. Und diese Auftragsbearbeitung, das ist dann an sich ein Geschäftsprozess. Geschäftsprozesse können unmittelbar wertschöpfend sein.
heißt, direkt zum Geschäftserfolg beitragen. Geschäftsprozesse können aber auch nur mittelbar wertschöpfend sein. Man spricht dann von sogenannten Support-Prozessen. Ein Support-Prozess wäre also ein Prozess, der die Durchführung der eigentlichen wertschöpfenden Prozesse überhaupt erst ermöglicht. Klassische Supportprozesse wären Personalverwaltungsprozesse oder IT-Supportprozesse. Etwas, was für den Kunden nicht unmittelbar sichtbar wird, auch nicht unmittelbar wirksam wird, was also keine Leistung ist, wenn wir im Arishaus bleiben, die wir nach außen sichtbar machen und erbringen, die wir aber brauchen, um unsere Leistungen dann erbringen zu können überhaupt erst. So, da steht jetzt vieles, was ich schon erzählt habe auf dieser Seite. Wichtig ist, dass dieses Geschäftsprozessmanagement in ein ganzheitliches Vorgehen eingebettet ist. Das heißt, ein Geschäftsprozessmodell ist nichts, was man einmal von einem externen Berater machen lässt und dann hat man es und verwendet es immer wieder. Geschäftsprozessmanagement wird gerne als Zyklus aufgezeichnet. Wir sehen das dann auch beim Prozesscontrolling im letzten Themenbereich nochmal. Das heißt, ein Geschäftsprozessmanagement ist an sich nie abgeschlossen, ist eine kontinuierliche Managementaufgabe. Das heißt, ich muss meine Geschäftsprozesse auch ständig beobachten, schauen, stimmen die denn noch mit den Anforderungen und mit der Realität zusammen, muss sie gegebenenfalls nachführen, kann Prozessinnovationen, die durch technologische Weiterentwicklungen oder durch Kompetenzweiterentwicklung der Mitarbeiter eingeführt werden können, umsetzen, da drinnen verankern und wieder in die Praxis zurückbringen. Und das ist, wie gesagt, so ein laufender Prozess. Bei der Prozessmodellerstellung, es geht jetzt um die Modellierung von Geschäftsprozessen, ist die wesentliche Aufgabe, die unterschiedlichen Sichtweisen in der Organisation oder der Akteure in der Organisation, jetzt sprechen wir von den Menschen, auf einen Nenner zu bringen und in diesem Geschäftsprozessmodell abzubilden, sich dort kristallisieren zu lassen. Ich kann das tollste Geschäftsprozessmodell bauen, wenn das nicht zu dem passt, wie die Leute ihre Arbeit tatsächlich wahrnehmen, wird es nie in der Praxis funktionieren. Die Leute werden sie dann Workarounds bauen, werden versuchen, das Prozessmodell zu ignorieren, zu vermeiden, Systeme, die ich auf Basis dieses Modells baue, vielleicht nicht verwenden oder zweckentfremden. Und das ist was, was man vermeiden will. Ja, dann hilft es nämlich nicht, sondern im Gegenteil verursacht es mehr Aufwand. Das heißt, bei der Modellierung geht es in erster Linie dann auch mal darum, die mentalen Modelle, also die Weltbilder der beteiligten Personen einzufangen, Stück weit und im Prozessmodell abzubilden. Dazu gibt es unterschiedliche Methoden, das kann man ganz aktiv unterstützen. Geht jetzt über den Betrachtungsbereich dieser Lehrveranstaltung ein bisschen hinaus. Dazu kommen wir dann stärker erst in Business Engineering und Management beziehungsweise in unseren Vertiefungslehrveranstaltungen, Praktika und IT-Projekten. Hier konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Modellierung an sich und schauen uns an, was muss denn in einer Prozessbeschreibung an sich drinnen sein. Also jetzt nicht in einem einzelnen Modell, sondern in der gesamten Dokumentation der Geschäftsprozesse. Und das lässt sich im Wesentlichen in drei Ebenen gliedern. Das ist zum einen die sogenannte Prozessstrategie. In der Prozessstrategie legen wir die Rahmenbedingungen fest, in der sich der Prozess bewegt. Das heißt, die Ziele, die Auslöser, was geht denn in diesen Prozess rein, also was brauchen wir als Ausgangspunkt, was kommt raus, also was ist der Output, das Ergebnis dieses Geschäftsprozesses, welche Leistung wird erstellt. Der Kern, in dem das Verhalten dann beschrieben wird, ist die sogenannte Prozesslogik. In der Prozesslogik steckt eben jetzt ganz stark dieses wer macht was wann drinnen. Also diese drei Aspekte und vielleicht noch eben das womit, also womit arbeiten wir denn, die Ressourcen ein Stück weit abgebildet. Dazugehörig, aber davon abzugrenzen, und das ist ganz wichtig, um die Abstraktion zu verstehen, die in Geschäftsprozessmodellen drinnen steckt, ist die Prozessrealisierung. Wenn es jetzt um die Prozessumsetzung geht, müssen wir uns Gedanken machen, welche Ressourcen, welche konkreten Personen, welche konkreten Maschinen, Daten, die wir in unserer Organisation haben, brauchen wir denn, um den Prozess, den wir uns überlegt haben, abzubilden. Wo also in der Prozesslogik noch nur ganz allgemein beschrieben ist, wie denn ein Geschäftsprozess funktionieren soll oder muss, um zum Erfolg zu führen, wird er in der Prozessrealisierung mit konkreten Ressourcen, mit konkreten Personen hinterlegt.
Beispiel, wenn ich in einem Geschäftsprozess Auftragsbearbeitung definiert habe, dass ich für eine Angebotslegung an Sachbearbeiter brauche, dann ist das alles noch sehr abstrakt. In der Prozessrealisierung haben wir dann aber plötzlich eine konkrete Kundenabfrage, die zu einem ganz konkreten Angebot führt, die von einem ganz konkreten Sachbearbeiter, einer Sachbearbeiterin dann realisiert werden muss. Auch das gehört zur Prozessbeschreibung. Ich muss einen Überblick darüber haben, welche Ressourcen ich in Unternehmen überhaupt zur Verfügung habe und wie die denn in den einzelnen Geschäftsprozessen, die wir definiert haben, eingesetzt werden können. Wenn wir das jetzt alles zusammenbringen, dann kommen wir zu den Definitionen eines Geschäftsprozesses, an dem wir dann auch messen können in weiterer Folge im Themenbereich 2, was denn in den einzelnen Modellierungssprachen wirklich abbildbar ist. Geschäftsprozessmodellierungsdefinitionen gibt es jetzt wie Sand am Meer, sind hier zwei aufgeführt. Bitte nicht auswendig lernen. Auch die Definition, die ich jetzt dann gleich bringe, nicht auswendig lernen, darum geht es nicht. Es geht darum, wiederum zu verstehen, welche Aspekte denn abgebildet sind. Wenn wir jetzt alles zusammenbringen, also diese beiden Definitionen synthetisieren, zusammenführen und mit dem in Beziehung setzen, was ich vorhin erzählt habe, dann kommen wir bei einer Definition heraus, die man im Wesentlichen in 8 Schritte untergliedern kann, die jeweils einen bestimmten Teilaspekt beschreiben. Ich lese mal vor und sage dann jeweils zu jedem Punkt was. Ein Prozess ist die Summe von miteinander verknüpften Aktivitäten. Das ist mal wichtig. Also es geht um Verhalten, es geht um Aktivitäten, die von bestimmten Handelnden durchgeführt werden. Und da sprechen wir sowohl von Menschen als auch von Systemen, als sogenannte Aufgabenträger, also von jenen Einheiten, die Aufgaben durchführen, die in sachlogischer und zeitlicher Reihenfolge gebracht werden. Das ist jetzt diese Wann-Dimension. Also ich habe nicht nur Aktivitäten, die irgendwie in den Raum schmeiße und sage, macht's bitte, sondern ich setze die schon in eine bestimmte Reihenfolge. Werden wir sehen, Vorgriff, dass die BPMN uns sogar zulassen würde, diese Einschränkung zu verletzen, wenn man es manchmal bei gewissen Geschäftsprozessen einfach nicht festlegen kann, was zuerst gemacht werden muss, können wir das dort auch verletzen. Das aber nur am Rande jetzt. Grundsätzlich gehört es dazu, zu einer Prozessdefinition. Mit Hilfsmitteln, das wären jetzt die Ressourcen, also was brauche ich denn an Sachmitteln, also an Maschinen zum Beispiel oder an Materialien oder an Informationen, um den Prozess auszuführen, zur Bearbeitung eines Geschäftsobjekts. Geschäftsobjekt haben wir noch nicht diskutiert. Das ist das Ergebnis eines Geschäftsprozesses, also irgendein Objekt, das dort rauskommt. Das bearbeiten wir. Und dieses Geschäftsobjekt soll immer ein Kundenbedürfnis befriedigen, haben wir auch gesagt vorher. Bei Kernprozessen ist dieses Kundenbedürfnis direkt im Prozess verankert. Das heißt, das Geschäftsobjekt trägt unmittelbar zur Wertschöpfung bei, er bringt also eine Leistung. Ein Supportprozess trägt dann nur mittelbar bei, aber insgesamt geht es immer darum, ein bestimmtes Kundenbedürfnis zu befriedigen. Ein Prozess hat außerdem, auch das haben wir vorher gesagt, einen definierten Anfang, also irgendein Ereignis, durch den er ausgelöst wird, zum Beispiel Kundenanruf, Auftrag wird erteilt und einen Input, das wäre beim Kundenanruf die Information, die mir der Kunde am Telefon übermittelt, über das, was er denn beauftragen möchte, und ein definiertes Ende und ein Ergebnis, das wiederum das Geschäftsobjekt, das zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig wird. Der Geschäftsprozess muss ein Ende haben. So, das ist eine ganz allgemeine Definition. Die unterschiedlichen Modellierungssprachen nehmen sich jetzt da Teilaspekte dann raus. Also nicht überall können wir jetzt alles abbilden, was da drinnen definiert ist. Manche dieser Aspekte werden dann noch strenger gefasst, werden wir bei den einzelnen Modellierungssprachen sehen. Aber im Wesentlichen sind es alle Bausteine, die wir brauchen. Jetzt können wir das nochmal eine Ebene höher wiederheben und auf Prozessstrategie, Prozesslogik, da ist ein Einrückungsfehler, sehe ich gerade, und Prozessrealisierung abbilden.
In der Prozessstrategie definieren wir die Rahmenbedingungen, haben wir vorher gesagt. Also da kommt Anfang Input und Ende und Ergebnis rein und das Kundenbedürfnis, also das eigentliche Ziel, die Leistung, die wir erbringen, das fällt da drunter. Hoppla. In der Prozesslogik haben wir die Aktivitäten, deren Abfolge, das Startereignis, die Handelnden und die Bearbeitung des Geschäftsobjektes, also das wer macht denn was, wann und womit. Und in der Prozessrealisierung haben wir die konkreten Menschen und Maschinen beziehungsweise die Hilfsmittel, die man dann hinterlegen muss, drinnen. So, sehr abstrakt an dieser Stelle im Themenbereich 2 und das soll auch an dieser Stelle jetzt einmal ausreichen. Im Themenbereich 2 werden wir dann jetzt versuchen, das konkreter zu machen und uns konkrete Modellierungssprachen ansehen, die für Geschäftsprozessmodellierung verwendet werden.